Simon Geschke, einer der Fahrer von Team Sunweb, der wird uns jetzt mal was zeigen, was man für kein Geld der Welt kaufen kann. Nämlich wir dürfen ins Allerheiligste hinein in einen Teambus, einen echten Teambus von der Tour de France. Ja, hier vorne ist eigentlich so der Bereich, der uns Fahrer gar nichts angeht. Außer hier haben wir eine Kühlbox für Getränke und dergleichen. Da kann man sich gleich verpflegen beim Reinkommen hier vorne. Ja, das ist mein Platz hier. Den hatte ich schon beim Giro. Deswegen, ich fühle mich da sehr wohl. Mittendrin statt nur dabei. Brav natürlich mit dem Tourbuch, mit dem Guide, damit man genau weiß, wie das Profil ist und wo es lang geht. Genau, das ist essentiell. Und das will ich nicht immer mit mir rumschleppen. Und im Hotelzimmer brauche ich es eh nicht. Deswegen lasse ich es gleich im Bus. Der coolste Bereich vom Bus, wo man sich nach dem Rennen am ehesten aufhält und vor dem Rennen auch. Hier ist nämlich die Kaffeemaschine. Vorsicht, Koffeindoping. Genau. Nicht nur für die Haare, manchmal trinken wir auch Koffein. Wie ein ehemaliger Sponsor von uns. Ja, ist, wie gesagt, eine Kapselmaschine. Vor dem Rennen trinken wir ganz gerne mal einen Kaffee. Gerade wenn es ein Bergaufstart ist, ist es schön, wenn man in der dritten Tourwoche nicht am Start fast einschläft. Kann schon mal passieren. Hier sind unsere Funkgeräte, die laden gerade, hat jeder sein eigenes, Mike, Name steht drauf, wie gesagt, die müssen immer aufgeladen werden, damit kommunizieren wir also im Rennen. Hier eigentlich noch so hier ist eigentlich die Rennverpflegung alles, Riegel, alles sortiert nach Geschmäckern, Vanille, Karamell und so weiter. Brausetabletten, so Elektrolyte, wenn es sehr heiß ist, dass man nach dem Rennen, ja, hier so kleine Proteinriegel, die sind richtig lecker. Genau, hier haben wir den Tiefkühler. Da sind unsere Eiswesten drin, auch sehr cool, vor dem Zeitfahren, wenn man auf der Rolle fährt, dass einem nicht zu warm wird. Und auch einfach so, wie wenn es jetzt 35 Grad ist, sehr angenehm. Kühlschrank, da ist auch für nach dem Rennen Getränke, hier Pastasoße, Milch. Wenn man jetzt nach dem Rennen nicht direkt Lust auf Pasta hat, dass man sich oder hier mit Joghurt oder Quark ein Müsli machen kann. Also da müssen wir nach der Etappe auf jeden Fall nicht hungern. Haben wir unsere drei Duschen. Das wünscht man sich in der Economy Class im Flugzeug. Genau, dass man nach dem Rennen nicht in einer verschwitzten Radhose dann noch eine Stunde lang ins nächste Hotel eiern muss. Duscht man hier schnell, ist trocken und frisch und kann dann im Hotel direkt zur Massage statt erst in die Dusche. Das ist halt sehr, sehr schön. Hier ist so der etwas geräumigere Bereich, wo wir uns umziehen und wo man sich um, wenn jetzt zum Beispiel vorne alle labern und Musik an ist und wenn man dann nochmal seinen Steuerberater anruft zum Beispiel, kann man sich hier hinten verziehen und die Tür da vorne auch zumachen, dann hat man hier ein bisschen Ruhe oder man hat nochmal ein Vier-Augen-Gespräch mit dem sportlichen Leiter oder so. Da ist hier so ein bisschen der ruhige Bereich. Vielen Dank für diesen Einblick. Und eine erfolgreiche Tour. Danke.